Hi und herzlich willkommen, schön, dass du reingeschaltet hast. Heute besprechen wir wieder lineare Funktionen und ich möchte gerne aus einem Schaubild die Steigung und den Achsenabschnitt ablesen und daraufhin dann die Funktionsgleichung aufstellen. Wie du dich sicherlich noch erinnern konntest oder kannst, weißt du, dass wir die Funktionsgleichung für lineare Funktionen nach dem System y ist gleich mx plus b aufstellen. M steht für die Steigung, b steht für den Wert, an dem der Graph die y-Achse schneidet. Und wir schauen uns zunächst erst einmal an, wo schneidet der Graph die y-Achse, und das ist in dem Fall bei minus 2. Somit schreiben wir uns zunächst erst einmal schon für den Wert b minus 2 hin. Von diesem Punkt minus 2 gehen wir nun einen Schritt nach rechts und schauen, ob wir eine ganze Zahl nach unten gehen können. Und in der Tat, wir können eine ganze Zahl nach unten gehen und somit haben wir die Steigung auch schon ermittelt. Das heißt also, wir gehen einen Schritt nach rechts und wir gehen einen Schritt nach unten. Das heißt also minus. Y ist gleich minus 1/1 x plus b. Und da wir Mathematiker schreibfaul sind, schreiben wir dann y ist gleich minus x minus 2. Und damit sind wir auch schon fertig. Ja, ich hoffe, ich konnte dein Wissen etwas auffrischen. Lass gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.